Vorsicht! Zurück mit euch! Zeit zu sterben! Achtung! Na, bald haben wir ihn. Gut für heute. Das soll erst einmal genug sein. Nicht übel für den Anfang. Ihr müsst mehr auf eure Flanke achten und eure Angriffe besser abstimmen. Übt noch etwas. Dann können wir eine zweite Lektion beginnen. Danke, Uzakan. Ja. Questbuch aktualisiert, ein paar Erfahrungspunkte hoffentlich erhalten. Jo. Dann Bustos. Kein Kampf heute. Verdammt schade. Vielleicht doch. Ich bin hier, um als Champion eures Bruders anzutreten. Hat er wieder jemanden beschwatzt? Glaubt mir, es will keiner für ihn kämpfen. Er kann nämlich nicht bezahlen. Hört ihr nicht, was ich sage? Er hat kein Gold, kein Stück. Ihr werdet nicht mal einen Kupfer bekommen. Das lasst nur meine Sorge sein. Ich soll seinen Schuldschein mitbringen, nachdem ich eure Kämpfer geschlagen habe. Also gut. Wir werden ja sehen. Wie sieht es aus? Wollt ihr kämpfen? Ja, ich trete an. Gut, stellt euch in die Mitte des Sterns auf dem Arenaplatz. Dann werde ich den Kampf beginnen lassen. Wenn ihr wirklich siegt, dann könnt ihr euch bei mir den Schuldschein abholen. Aber ich denke, ihr werdet gleich in eurem Blut da niederliegen. Ja, da denkt er richtig falsch. Mal sehen, was hetzt du noch mal auf mich? Ach ja. Kitas. Vorsicht! Erst den Heiler ausschalten. Der ist nämlich gefährlicher. Also was heißt gefährlicher? Der macht Probleme. So. Zurück mit euch! Jetzt den Speerkämpfer. Die sind wirklich nicht gefährlich. Irgendwie, die nehmen nämlich verdammt viel Schaden. Verteidigt euch! So. Wie war das mit dem Blut da niederliegen? Die Ahnen mögen euch verfluchen! Das waren meine besten Kämpfer! Nicht gut genug. Jetzt gebt mir den Schuldschein. Bei den tanzenden Sandteufeln. Da nehmt ihn! Nun ist euer Bruder wohl endlich frei von euch. Lebt wohl! Ja. Hatten wir das eigentlich gelesen? Durch das Osttor in den Bazar. Gewinnt das Champion für Yaroth in der Arena und bringt sein Schuldschein zu ihm zurück. Yaroth hat hohe Wettschulden bei seinem Bruder Bostos. Geht zu Bostos und erklärt euch bereit, für Yaroth als Champion zu kämpfen. Und nach dem Sieg den Schuldschein von Bostos und bringt ihn zu Yaroth ans Tor. Ja, der Schuldschein. Gut. Das heißt, wir können jetzt wieder hoch, können mal Zeug verkaufen, um an ein bisschen mehr Geld zu kommen. Und mal gucken, ob wir eine bessere Waffe kriegen. Also ja, ein Elfer Schwert wäre nicht schlecht, muss ich sagen. Oh, das Siegel des Kaisers könnten wir ausrüsten. Ach, auch nicht wirklich. Wobei Ausdauer, Wendigkeit, Intelligenz brauche ich jetzt nicht so wirklich. Geht die Geschicklichkeit hoch, die Wendigkeit runter, Intelligenz geht runter. Weisheit geht gerade mal um 1 hoch und Charisma um 3. Gerade mal 2 mehr Rüstung. Aber weniger Lebenspunkte. Okay, Siegel des Kaisers kann man vergessen.
Die ist leider besser immer noch. Und hier habe ich auch noch nichts Besseres. Gut. Nun, wie steht es in der Arena? So sprecht schon. Ich habe als euer Champion gesiegt. Hier ist euer Schuldschein. Gute Arbeit, Runenkrieger. Nun huscht nur rasch durch das Tor, nicht dass mein Sergeant uns bei dem Handel hier erspäht. Öffnet das Tor! Gut, das war der. Guten Batzen Erfahrung, deswegen machen wir das ja auch. So, dann verkaufen wir mal Zauber. Okay, du kaufst Mentalmagie. Haben wir hier noch Mentalmagie? Ja. So. Du verkaufst Kriegskunstsachen von hohem Level. Bringt uns also gerade nicht viel. Du kaufst Elementarmagie. Also die Sachen hier alle. Und das, was du jetzt gerade jetzt. Ja, du. Du verkaufst die, in Anführungszeichen, Low-Level-Runen. Nein, dafür haben wir nicht genug Gold, aber die da kannst du gerne haben. Oh, warum haben wir eigentlich so viel Gold jetzt auf einmal hier? Da oben. Empirische Beinkleider. Wären besser als unsere der Elite, aber nö, dafür geben wir jetzt kein Geld aus. Vielleicht finden wir noch welche. Du verkaufst Klingenwaffen. Aber nichts, was wir gerne benutzen können. Oh, du kaufst Weißmagie, okay. Dann verkaufen wir die Zone der Heilung. Lebensmagie behalten wir erstmal. Die ganze andere Weißmagie, die verkaufen wir. Das warst du jetzt, gell? Ja. Was ist mit dir? Du verkaufst High-Level-Waffen und Rüstungsteile. Das Teil zum Beispiel ist recht nice sogar. Kostet aber auch entsprechend was. Deswegen den Schatzbrief. Du verkaufst... Oh, auch Weißmagie. Okay. Warte, du verkaufst... Ja, okay. Ihr verkauft beide Weißmagie. Verkaufst du dann dunkle Magie? Jo. Gut. Ich sollte auch gucken dieses Mal, dass ich ein bisschen was von meinem Tant verkaufe. Runen habe ich verkauft. Magie habe ich verkauft. Gucken wir mal, was die anderen noch so haben. Du bist auch nur Magiehändlerin. Magiehändlerin. Und da sind noch die 4, 5, 6 da oben. Also du hast nichts. Du hast auch eher High-Level-Zeug. Magie. Magie. Hier sind die...
Ja, ich würde sagen High-Level-Runen. Magie. Hier ist auch eher High-Level-Zeugs. Und Magie, okay. Ja, ich könnte mich theoretisch zurückporten in die Stadt der Seelen und mir dort nochmal die Händler angucken, ob einer von denen was für mich hätte. Aber nee. Warte, hatte ich dich eigentlich schon? Ja. Also zur Unterstadt zurück. Wir brauchen nämlich nochmal Branntwein für die einen Wachen. Und dann müssen wir Boron Bescheid sagen für die anderen Wachen. Ja, und ich glaube, was Nandini angeht... Ring der Drachenbändiger? Oh, Tiaras Kräfte. So. Einen Branntwein. Hätten wir bitte. Ein Sonnenwirbel. Warum nicht? Ja, die hatten wir schon beklaut. Katzenbeindinge. Na, Sarah, was mache ich nur falsch? Eure Frau betrügt euch. Und ich weiß auch mit wem. Bei meiner Treue, heraus damit! Wer ist der Schuft? Ich zerfetze ihn mit bloßen Händen! Es ist eine der Wachen am Osttor des Palastes. Sein Name ist Naras. Naras? Deswegen lungert er immer bei unserem Haus herum? Und nun scherzt er mit seinen Kameraden über euch. Dieser Hunsfott legt Hand an meine Sarah. Ich bringe ihn um! Ich bringe ihn um! Ja. Und ja, was Nandini angeht, wenn wir da wirklich cheaten müssen, wieder mit der Konsole, können wir sie nämlich wieder reaktivieren. Weil scheinbar hat sie jetzt mittlerweile keine Lust mehr, uns was zu verkaufen. Wobei ich nicht weiß, ob das ein Bug ist oder so gewollt ist, da sind sich die Leute allgemein nicht sicher. Und ja, Grom hat leider auch nichts für uns. Dreckiger Schuft, du kannst was erleben! Ja, Questbuch wurde aktualisiert. Questbuch wurde aktualisiert. Schon wieder. Ja, den Dietrich verwenden. Und ja, ich könnte einfach den da verhauen und gleich... Lass von nun an deine Finger von meiner Frau. Gleich an die Truhe ran. Also ja, mich hat es gerade irritiert, dass ständig das Questbuch aktualisiert wurde. Aber gut, gehen wir mal kurz nochmal durch.
Finde deinen Weg in den Palastgarten, indem ihr die Wachen ablenkt oder besiegt. Nun müsst ihr noch das letzte Stück in den Palastgarten zurücklegen. Wieder müsst ihr einen Weg durch die Tore finden. Bedenkt allerdings, dass sie von Palastwachen kontrolliert werden. Sie sind bessere Kämpfer als die Stadtwachen. Ja, über den linken Aufgang in den Palast. Die Wachner hier am linken Aufgang scheinen gute Kämpfer zu sein, aber sehen aber recht durstig aus. Durstige Wachen. Die Wachen des linken Aufgangs beschweren sich lautstark über das schlechte Wasser, mit dem sie auf ihrer Wachtschicht versorgt werden. Vielleicht findet ihr ein verlockenderes Getränk für sie.